Moin Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel und diesmal für die Switch. Ender Lilies Quietus of the Night. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gibt es nicht nur für die Switch, gibt es auch für die Xbox, gibt es auch auf Steam. Für die PlayStation bin ich mir nicht so sicher. Kann sein, weiß ich gar nicht. Gibt es auf Steam allerdings auch schon seit letztem Jahr. Und ja, jetzt eben auch auf der Switch. Ist aber auch schon vor 2 Monaten erschienen, glaube ich. Vor 1, 2 Monaten, weiß ich nicht genau. Geht in die Richtung von Hollow Knights, so ein Metroidvania so ein bisschen. 2D-Side-Scroller, kann man ja sagen. Und ja, ich dachte, wir starten das Ganze mal. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, denn es soll schon ein bisschen happig sein. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Nur einmal den Trailer von Nintendo und das war's. So, wir starten einfach mal. Achso, Neueintrag, okay. Wie gesagt, ich habe es noch nicht einmal angefangen. Deswegen, alles frisch. Endlich habe ich dich gefunden. Nachkommen der Priesterinnen. Kannst du meine Stimme hören? Link! Link! Nein, okay. Das natürlich nicht. Also der Trailer sah schon sehr beeindruckend von der Grafik aus, fand ich. Und eben nicht dieser Pixelbrei, den wir sonst immer kennen. Oh, du bist erwacht. Mit deinem Körper scheint alles in Ordnung zu sein. Erschreckt dich mein Anblick? Dabei sind die Priesterinnen der Grund, dass ich meinen Körper verlor. Erinnerst du dich daran, was in diesem Land geschah? Du musst wohl auch dein Gedächtnis verloren haben. Erst einmal sollten wir hier raus. Ist vielleicht besser, wenn du den Zustand der Welt da draußen mit eigenen Augen siehst. Okay. Hui. Ah. Guck grad mal wegen. Aber es ruckelt gar nicht so, wie ich es befürchtet hätte. Schauen wir mal. So. B springen. Okay, haben wir gesehen? Komm runter. Ja. Schwarzer Ritter, du brauchst keine Angst zu haben. Benutze meine Kraft, wenn du jemanden. Wenn jemand das kann, dann du. Okay. Ach, guck mal, da kommt er da raus, wenn ich zuhaue. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Oh, das ist ein cooler Sprung. Hier. Uiuiui. Kann sie noch irgendwas? Okay, damit kann ich wahrscheinlich. Keine Ahnung, was es ist, aber. Egal. ZL Reisen, okay. Hui. Oh, eieiei. Ah, okay, der kann ein bisschen mehr ab. Guck mal um. Doppelsprung kann ich nicht. Schade. Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Oh. ZR ist ausweichen. Okay. Aber wie kann ich denn. Kann ich auch nach hinten ausweichen? Ja, okay. Ah, okay. Ja, okay. Sehr gut. B, Luftangriff, okay. Aber auch. Ah, warte. Okay, das war echt knappe Passagen. Oh. Kann ich unten hauen? Nee. Gibt's versteckte Wege? Noch nicht. Komplett noch. Ah, es sieht schon sehr cool aus. Oh. Warte, jetzt kann ich mich heilen hier durch. Ah, guck mal. Ah, guck mal, da oben habe ich diese Sterne. Die können mich heilen. Okay. Hast du eine ähnliche Steuerung wie bei Dead Cell? Also erinnert mich zumindest daran. Heilgebiet. Okay,
Okay, was ist das denn hier? Ach, lesen. Liebe Sigrid, bitte gib diesen Talisman jener Priesterin. Alle Weißpriesterinnen erhalten solch einen Kopfschmuck, denn er enthält Schutzmagie, die von den Ureinen schützen sollten. Auch wenn die Barriere zerbricht, kann sie wiederhergestellt werden, jedoch nur von einer Priesterin. Liebe Grüße, Irene. Okay. Drücke Minus, um das Hauptmenü aufzurufen. Da hast du Zugriff auf wichtige Informationen. Okay, was haben wir denn hier so? Ausrüstung, okay. Relikt, Sammlung, Notizen, Karte. Okay, man wird nicht ganz allein gelassen, das ist schon mal gut. Zerstören. Kann ich auch mit dem Sprung zerstören? Nee. Talisman nehmen. Der Teil eines Talismans, den die Priesterin tragen, dieser Splitter leuchtet schwach. Was kann ich mit Talisman machen? Wo kann ich das sehen, ob ich den eingesammelt habe? Sehr ausrüstungsfertig, ist noch nicht gesperrt, ist auch noch gesperrt. Beschwören. Bei ausgerüsteten Fertigkeiten. Okay, haben wir noch nicht. Na gut, kommt vielleicht noch was. Ich dachte, es gibt hier irgendwie einen Geheimweg oder so. Den gibt's nicht. Okay. An Ruheorten kannst du deinen Fortschritt speichern. LP, Fertigkeitsanwendung und Heilgebiete werden vollkommen regeneriert. Doch Vorsicht! Auch besiegten und sterblichen Unrein tauchen danach wieder auf. Ah! Wie bei Dark Souls, also. Okay. Benutzen wir trotzdem, müssen wir wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen, oder? Bei Hollow Knight gibt's ja auch die Bank, ne? Ist so ein bisschen so ein Mischmasch. Unreine Erinnerungen wurden freigeschaltet. Du kannst nun die Erinnerungen der Unreinen, die auf deiner Reise gesehen hast, jederzeit abspielen. Okay. Prolog? Haben wir den Prolog überhaupt gesehen? Ich glaube nicht. Schauen wir uns den an. Sind das die Enderlilies? Oder Lilien? No, alles hat sich gewandelt. Ins Trostlose. Oh. Wie gesagt, das Spiel gibt es auch für die Xbox und auch für Steam. Ich habe es jetzt für die Switch besorgt und es läuft ja rund. Also von daher, klare Empfehlung, wenn man auf dem Sofa ein bisschen zocken will. Bis jetzt. Warten wir ab, bis größere Gegner kommen, ob das dann ins Ruckeln gerät. Aber es läuft ja sehr flüssig, muss man sagen. So. Alles wieder frisch? Genau. Also ihr könnt mit Steuerkreuz spielen oder mit dem Analogstick. Ich spiele gerade mit dem Pro-Controller. Das ist natürlich auch ganz cool. Unreine Buchseite 2. Manche Opfer behalten auch als unrein ihr Bewusstsein. Einen schlimmeren Zustand gibt es nicht, denn weder die Schmerzen noch ihr Bewusstsein geben nach, sodass Betroffene ewig leiden müssen. Nur die wunderliche Kraft einer Weißpriesterin kann diese armen Seelen erlösen. So, wir haben zumindest mal einen Schlüssel gefunden. Der Schlüssel gleich schon hier ein Schalter. So. Okay, ich kann 3 Schläge in Luft machen. Gut. Ich glaube, ein Doppelsprung. Also, es ruckelt schon, sonst zwischendurch gibt es so Minimalruckler, aber ich glaube, das ist viel. Das ist noch vollkommen okay. Man muss aber denken, die Switch ist ja nun mal nicht mehr die. Oh, der hat mich erwischt. Warte mal, komm ich durch? Ich weiß nicht, ob es Geheimgänge gibt überhaupt. Als Vergleich sollte ich die Xbox-Version auch mal angucken, aber leider kostet mich die zu viel Geld. Ich hatte jetzt noch so viel Goldpunkte bzw. Sammelpunkte bei der Switch, also auf dem Nintendo-Account, sodass mich das Spiel hier statt diese 24,99, die es hatte wohl, hat es mich echt nur 9 Euro etwas gekostet, weil ich so viele Punkte hatte. Wollte ich mir eigentlich für was anderes aufbewahren, aber die Nintendo-Spiele hole ich mir meistens eh als Retail. Und deswegen, also, nicht so schlimm.
Okay. Oh. Ah, trinken wir lieber was. Ah, lassen sich leicht austricksen. Noch. Ich glaube, wenn es zu viel auf einmal sind, dann wird es schwierig. Muss man mit allen rechnen hier. Hier ist auch ein Holzboden. Kann man da runter? Haha, guck mal. Habe ich mir schon gedacht. Hier gibt es schon irgendwas Besonderes. Hier gibt es einen Schalter zumindest. Du hörst, wie sich in der Ferne eine Tür öffnet. Die Tür war es nicht, aber irgendwo anders. Wir gehen mal. Oh. Oh, okay. Oh. Hui. Okay, hat ganz gute Schüsse gehabt, da. Talisman nehmen. Maximal Level erweitert plus 5. Okay, das heißt, ich habe jetzt mehr Energie. Das ist natürlich cool. Ich kann es leider nicht erkennen. Habe ich jetzt mehr Energie? Guck mal ganz kurz. Muss man irgendwo sehen können, ne? Also LP ist jetzt bei 110. Stimmt, wir hatten vorher 100, jetzt haben wir 110. Zwei Talismänner gefunden. Okay, das ist ja gut. Müssen wir, glaube ich, zurückgehen. So. Es sieht schon ganz cool aus, finde ich, das Spiel. Also es, optisch ist es echt ein, ist genau meins. Auch wenn ich nicht so viele Spiele von der Art auf meinem Kanal habe, spiele ich die unheimlich gerne. Allerdings habe ich auch ein niedriges Frustlevel. Das heißt, ich sterbe auch sehr oft und werde sehr schnell sauer dann. Boah, da hätten wir runtergefallen müssen. Wären wir auch dahin gekommen wahrscheinlich. Oh. Ah, ich wollte ausweichen. Verdammt, oh, da hat man viel Leben, der mir weggenommen hat. So ein Affe. Level up. Weiße Lektüre, Kapitel 1. Eines Tages erschienen Unreine aus den kalten Gebieten und brachten diese Katastrophe über das Endland. Die Unreinheit raubte den Menschen ihren Verstand und verwandelte sie in grässliche Monster. Man sagte, sie wachse aus dem Hass, der seit jeher das alte Volk heimsucht. Die Plage verbreitete sich von Mensch zu Mensch und nahm Überhand. Da können wir reisen, okay. Da komme ich noch nicht hoch. Also ich glaube, man kriegt doch einen Doppelsprung, definitiv. Durch ihre Unreinheit sind all diese Wesen Unsterbliche. Wir nannten sie einst Unreine. Hier ist eine Bank. Die finde ich super, die Bank. Drauf. So, speichern tun wir auch mal. Ich habe gerade eben gar nicht gespeichert, oder? Kann das sein? Gut, dass wir es jetzt mal machen. Sonst hätten wir alles nochmal machen müssen. So. Oh, hier sieht es irgendwie nach Kampf aus. Solch erdrückende Unreinheit. Pass auf. Um sie zu beschützen, muss ich zerstören, 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 zerstören! Oh. Oh nein. Wow, da haben wir noch ein paar Schläge geschafft. Beschützerin Sigrid. Komm her, du. Na? Was macht sie? Oh.
Jetzt ist sie ein bisschen größer, würde ich sagen. Okay, ich dachte, das wäre auch zu einfach gewesen, glaube ich. Nein! Oh. Okay. Oh. Schnell weg und trink was. Oh Mist. Oh, muss schon vor hier sein. Ah, komm schon. So. Okay, die ging noch, war vom Schwierigkeitsgrad her noch vollkommen okay. Aber man muss besser aufpassen. Dabei musste ich sie doch beschützen. Jetzt machen wir sie rein, die Unreine. Oder auch nicht. Doch, doch. Die Quellpriesterin war mein großes Vorbild. Sie war unsere einzige Hoffnung im Kampf gegen die unsterblichen Unreinen. Trotz der Bürde, die sie schulterte, schenkte sie immer allen ein Lächeln. Meine große Schwester schrieb, dass die Quellpriesterin sich nicht erholte. Meine Erläuterungen schienen vonnöten zu sein. Ich konnte mich nicht an einem Frieden erfreuen, wenn unsere Priesterin litt. Und ich konnte mir nicht verzeihen, dass ich als Beschützerin nicht an ihrer Seite war. Nein, es war meine große Schwester, die als ihre Beschützerin auserwählt wurde. Ein Mädchen namens Lilly, das der Quellpriesterin ähnelte, heiterte mich auf. Eines Tages würde sie selbst Priesterin sein, bis dahin würde ich sie beschützen. Doch dann kam der Regen. Überall Schmerzensschreie, die oberste Beschützerin nannte dies den Todesregen. Ich brachte Lilly in Sicherheit und griff nach meiner Waffe. Okay, das war wahrscheinlich die, die wir gerade da beschützt haben. Und der Regen nahm kein Ende, beziehungsweise zerstört haben. Beschützerin Sigrid greift Gegner mit einer Eisenkugel an. Nebenskills haben Abklingzeit begrenzte Nutzung, können aber mit Haupt- und anderen Nebenskills kombiniert werden. Sigrid stellt sich in der Kirche jeden, um die Priesterin Lilly zu beschützen. Doch sie wurde vom Wahnsinn des nie endenden Kampfes verschlungen. Beschützerin-Sprung auf dem Boden, BB. Durch die unreinen Flügel der Beschützerin kannst du nun einen weiteren Sprung in der Luft ausführen. Da kommt er jetzt. Dunk, dunk, guck dir's an. Dank dem Flügel der Beschützerin Sigrid kannst du durch Drücken von B einen zweiten Sprung in der Luft ausführen. Das Gute, da hinten war ja noch so ein Teil, das einsammeln konnten. Du hast den von Unreinheit befallenen Verstand dieser Unreinen geläutert. In ihrer Erinnerung wurdest du Lilly genannt. Das muss wohl der Name sein. Wenn wir weiter die Erinnerung derer, die zu Lebzeiten eine enge Verbindung zu dir hatten, aufdecken, so können wir vielleicht deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Du hast recht. Merkwürdiges Wesen, was in mir drin ist. Du scheinst Schmerzen zu haben. Kannst du laufen? Ja. Gut, lass mal zurück. Cool, wir haben auf jeden Fall alles wiederbekommen. Komplett Leben, komplett alles. Das ist ganz cool. Speichern werden wir trotzdem einmal. Es sei denn, muss ich sie nochmal besiegen. Ich glaube nicht. Du hast die Fertigkeit einer unreinen Seele haben. Diese könnten an Ruheorten ausgerüstet werden. Kampferinnerungen wurden freigestellt. Du kannst nur die Kämpfe gegen Unreine, deren Erinnerung du gesehen hast, wiederholen. Greift Gegner mit einer Eisenkugel an. Keine Ahnung, wir setzen uns mal dahin. So, auf jeden Fall mal speichern. Habe ich jetzt eine andere Waffe? Das ist mein Schlag? Nee. Ah, okay, warte mal. Ah, guck mal, ich habe verschiedene Sets. Okay, das wäre nochmal Schlag und das wäre die Eisenkugel. Ah, die kann ich nicht übernutzen, okay. Gut. Ah, guck es an. Schmutziger Silberrosenkranz nehmen? Klar. Erhöht maximal RP geringfügig. Beschützerin der Weißpriesterin trugen diesen Rosenkranz. Zu ihrem Schutz trainierten Mädchen in der unterirdischen Kirche und Ausgewählte wurden zu Beschützerin. Gut. Natürlich cool, wenn man zwei Sets haben kann. Das muss ich mir nachher mal angucken, wie genau wir das nochmal anders einordnen können. Sie ist immer noch da.
Dann können wir nichts mehr mit ihr, die ist einfach nur versteinert. Gut. Wir gucken noch ein kleines Stückchen weiter, oder? Ja. Weiße Diözese. Alles in Ordnung. Schinde dich nicht. Lass uns eine Pause einlegen. Wir speichern gleich nochmal hier. Du hast ein Relikt erhalten. Diese können an Ruheorten ausgerüstet werden. Okay, ein Relikt. Okay. Und wir speichern. Los geht's. Yeah, yeah. Der Doppelsprung ist cool. Der Sprung ist auch cool. Der Todesregen bringt Unreinheit mit sich. Die Musik ist auch ganz cool. Als ich hier ankam, bestand bereits dieses Schreckensbild. Die Bewohner dieses Landes sind wohl alle zu unrein geworden oder eben diesen zum Opfer gefallen. Ich erkenne die Priesterin schon lange. In diesem Zustand gebe ich vielleicht keinen guten Herold mehr ab, aber ich kann das Schwert sein, das deine Feinde vertreibt. Nick ihm zu. Du schaust so überrascht. Sehe ich etwa wie einer aus, der ein Kind in diesem Regen allein zurücklassen würde? Lass uns weiterziehen. Mal gucken, was da noch so kommt. Wie aus geht's? Oh. Nein. Kommt es dir bekannt vor? Es verlor wohl sein Bewusstsein, bevor es dem Wahnsinn verfiel. Es scheint uns nicht feindlich gesinnt zu sein. Geh trotzdem nicht zu nah ran. Roas Brief. Liebe Bael, du hast einige Zeit mit deinem klugen, kühnen Pferd den Weißpriesterin und Beschützerin als Kutscher gedient. Dein Sohn wird dir ein guter Nachfolger sein. Sag Bescheid, wenn du mal wieder Diözese besuchst. Ich bete, dass der Frieden noch lange anhält. Gezeichnet oberste Beschützerin Groa. Können wir irgendwas mit dem Pferd nachher machen? Vielleicht. Hui. Mal gucken. Oh. Hätte ich auch ausweichen können, ne? Hier, was ist? Nee. Ah, Mist. Blödes Viech. Na gut. Haben noch ein bisschen Leben. So. Ist hier oben irgendwas? Nee, hier ist nichts. Boah, hat er mich da erwischt, Asi? Okay. Sicher, sicher, nicht das beim nächsten. Oh, rote Blumen und weiße Blumen. Diese mysteriösen Blumen können Lilly auf ihrer Reise helfen. Rote Blumen, die unreinen roten Blumen regenerieren. Fertigkeitsanwendung. Weiße Blumen, die heiligen weißen Blumen regenerieren Heilgebete. Sehr gut. Ah, okay. Kann ich ja nicht. So ein Angriff da unten wäre ganz cool. Aber den kann ich eh machen, Angriff da unten, ne? Also Angriff nach unten wäre wirklich ein Highlight. Das ist Level 3 geworden. Sind wir auch stärker unterwegs? Wahrscheinlich, ne? Hm. Hat er mich erwischt, ne? Mit seinem Pfeil. Ach Mann! Ich brauche echt so einen Angriff nach unten. Das wäre schon irgendwie cooler. Oh, Mist. Das war blöd von mir. Ah, guck mal. Ich habe Luftangriff, ist auch noch nicht schlecht. Warte mal. Das war dumm, ne? Ich wollte eigentlich da oben bleiben. Weil ich weiß ja nicht, ob da noch was kommt, was cool ist. Wahrscheinlich nicht. Okay.
Ah, sind zwei unten gewesen. Ah, drei. Moment, war das denn? Da komme ich nicht hoch, ne, okay. Alter, das Leben hat er mir weggenommen. Ist das hier so ein Stromding? Nee. Kann man noch nicht kaputt machen. Kommt bestimmt auch noch, dass man es kaputt machen kann. Noch kann ich es nicht. Okay, so geht's auch. Oh, Mist. Zu früh gesprungen. Oh, ich verbrauche ganz schön viel Leben gerade, ne? Gebe ich zu. Ist das bestimmt er hier? Hilfe, es tut so weh. Komm, wir läutern dich mal. Klippendorf, Junge, springt in einem Bogen, teilt bei Kontakt mit Boden Schaden an nahe Gegner aus. Als er im Regen von seiner Mutter getrennt wurde, machte der Junge sich auf den Weg zur Weißen Diözese, um Hilfe zu suchen, doch er kam nie an. Also wir haben jetzt theoretisch das Ding dazu bekommen. Ja, okay, wir haben keinen Ruheort, ne? Wir suchen wir gleich mal. Oder nachher mal. Hier ist nichts mehr, ne? Ne, okay. Hätte ja sein können, dass da noch was ist. Ist da aber nicht. Armer Junge. Also Spielgott geht flott von der Hand auf jeden Fall. Hier kann man runter, wie man sieht. Wollen wir aber vielleicht gar nicht. Gehen wir erstmal weiter. Eine Bank. Warte, da kommt was. Das Pferd. Es ist uns gefolgt. Dein Talisman scheint es anzuziehen, auch wenn es kein Bewusstsein hat. Vielleicht hat es früher mal die Weißpriesterin beschützt. Es scheint uns helfen zu wollen. Du bist wirklich was Besonderes. Okay. Holen wir uns erstmal aus. So. Die Schnellreise wurde freigestellt. Du kannst nur in Ruhe orten. Das ist der super Schnellreise. So, was auf mir überlegt gehen? Nee. Ausrüsten. So, Set machen wir dahin. Auf Set 1 mache ich das alles jetzt. Und Set 2 wird dann das nächste sein. Aber jetzt mal gucken. Speichern wir mal runter. Ich wollte mal sehen, was das kann hier, wenn ich da jetzt. Ach, guck mal, ich kann ein Ding werfen. Oh, was kann ich. Achso, der kommt einfach noch mit. Gut. Gehen wir noch ein Stückchen weiter? Ja. Ich weiß nicht, ob ich ins Wasser darf. Doch, darf ich. Okay. Aber ist da irgendwas im Wasser? Kann ich da was machen im Wasser? Nee, kann ich nicht. Da ist auch nichts. Wir gehen einfach mal hier weiter. Gucken wir, wo wir ankommen. Wow, gerade als wir Level Up haben, der hat mich vergiftet, das der Scheißkerl. Natürlich blöd. Oh. Der haut aber ganz gut rein da. Irgendwas? Nee. Lieber noch ein bisschen Leben nehmen hier. Oh! Da los. Schieß. Och, Alter. Guck, wie viel Leben der mir weggenommen hat. Der Spaß. Na gut. Okay, das war schon ganz schön viel gerade, ne?
Ach Mann, ich kann auch nicht richtig ausweichen hier. Okay. Was? Ich dachte, er wäre tot. Kann man hier runter irgendwie? Ja, okay. Machen wir doch mal glatt. Oder gehen wir erstmal oben weiter? Testen wir alles. War der schon mal tot? Oh, es gibt sich. Man kann auch in der Luft nicht mehr ausweichen. Wenn man in der Luft so ist, dann kann man nicht mehr schnell kurz das abbrechen. Das wäre ganz cool, wenn man es abbrechen könnte. Oh, das geht irgendwie nicht. Okay. Kommt er dichter? Ah, das ist auch echt eng immer. Ah, ich hätte da wahrscheinlich... Ich brauche ein bisschen Leben hier. Da ist irgendwas. Was ist das? Ah, cool. Okay. Wasser. Schwimmen können? Ich kann die noch nicht, ne? Ich kann weder tauchen noch irgendwas anderes machen. Oh, warte. Nein, warte. Ach, ich kann nicht. Ach, die sind weg, die Dinger, okay. Ah, es war klar, sie trifft. Oh nein, er hat mich in diesem Gift, in dieser Giftwolke bin ich reingesprungen. Das war natürlich blöd von mir. Okay. Na gut, können wir hier direkt weitermachen. Sammelt das mal ein? Weißlich Kümmel 2. Die Soldaten des Landes stellten sich den Unreinen entgegen, doch wie oft die Gegner auch fielen, sie standen immer wieder auf und ließen sich nicht töten. Eine Frau mit blonden Haaren, weißem Gewand beschützte das Land. Ihre Gebete läuteten die Unreinen, so dass sie reglos stehen blieben. Die Menschen verehrten diese Frau und nannten sie Weißpriesterin. Cool. Also das Spiel gefällt mir ganz gut und wir machen dann auch beim nächsten Mal weiter. Aber für heute ist Schluss. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir noch ein Abo da und haut auf die Glocke, dann erfahrt ihr, falls ein neues Video kommen sollte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, tschüss.